Der Orient-Zyklus. Hörspiel in 12 Teile. Nach der gleichnamigen Reiseerzählung von Karl May. Teil 3. In der Strafsache des Königreichs Sachsen gegen Karl Friedrich May wird die Verhandlung fortgesetzt. Wie ich hier sehe, Angeklagte, haben Sie sich ja nun mit Ihrem Schicksal nicht einfach abgefunden. Dann tragen Sie uns mal Ihr Gnadengesuch vor, das Sie am 6. März 1860 an das Hohe Königliche Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts zu Dresden richten. Einem Hohen Königlichen Ministerium wage ich eine untertänige Bitte vorzubringen. Ich, untertänigst, Endes Unterschriebener, wurde nämlich auf Beschluss des Hohen Ministerii des Kultus und öffentlichen Unterrichts infolge von vorliegenden Gründen, welche hoch demselben bekannt sind, aus dem Schullehrerseminare zu Waldenburg entlassen. Diese Strafe muss ich als ganz gerecht und dem Vergehen gemäß anerkennen, wage aber doch, dem Hohen Ministerio die untertänigste Versicherung zu geben, dass auf meine früheren Fehler eine aufrichtige Reue gefolgt ist und späterhin in Betreff der Lichte keineswegs der Wille zu einer Veruntreuung vorlag, sondern dass es nachlässige Säumigkeit von mir war, sie nicht rechtzeitig an den gehörigen Platz zu legen. Infolge dieser Tat ist meine Vorbereitung zu dem Berufe unterbrochen worden, welchem mich ganz hinzugeben ich mir zur Lebensaufgabe gemacht hatte. Zwar ist mir von mehreren Seiten der Rat erteilt worden, einen anderen Beruf zu ergreifen, jedoch ist die Vorliebe für den Lehrerberuf bei mir so groß, dass es mir unmöglich ist, denselben aufzugeben. So wage ich es denn, einem Hohen Königlichen Ministerium die ganz untertänigste Bitte vorzulegen. Hoch dasselbe wolle in Gnaden geruhen, mir zu gestatten, dass ich mich entweder auf der Anstalt zu Waldenburg oder auf einem anderen Seminare des Landes fortbilden lassen dürfe, damit ich als gehorsamer Schüler und einst als treuer Lehrer im Weinberge des Herrn die Tat vergessen machen könne, deren Folgen so schwer auf mir und meinen Eltern ruht. In tiefster Ehrerbietung und untertänigster Unterwerfung unter den Beschluss eines Hohen Königlichen Ministerii des Kultus und öffentlichen Unterrichts verharret hoch desselben ganz untertänigster Karl May. Ernsthal, den 6. März 1860. Dem Gericht liegt außerdem vor, das Gnadengesuch, das der Beichtvater des Angeklagten, Pfarrer Karl Hermann Schmidt, an das Ministerium richtet. In dem einem Hohen Königlichen Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts, ich, Endes Unterzeichneter, das beiliegende Gesuch des aus dem Schullehrerseminar zu Waldenburg entlassenen Seminaristen Karl Friedrich May von hier, dessen Wiederzulassung auf einem Schullehrerseminare des Landes betreffend zu übersenden, mir ehrerbietigst erlaube, erachte ich mich für verpflichtet, dasselbe ebenso untertänig als nachdrücklich zu befürworten. Als vormaliger Lehrer und nachheriger Beichtvater Mais kann ich aus früherer Zeit bezeugen, dass er als stiller, sittsamer Knabe ebenso treuen Fleiß für die Schule als bei Kindern seines Alters nicht gewöhnlichen Eifer für Gottes Wort und Gottes Haus betätigte und sich für allerlei Mahnungen stets zugänglich und empfänglich bewies. Dabei verfolgte er, wie auch seine Eltern, trotz ihrer Armut, das Ziel der Bereitung zum Lehrerberufe mit der beharrlichsten Ausdauer. Das Verlangen, durch umso größere Treue hinfort in seinem Leben das Geschehene vergessen zu machen, kennzeichnet seitdem seine wenigen Worte und sein stilles Wesen in ungesuchter Weise. Die empfangene Demütigung und Züchtigung hat ihn in dem entscheidendsten Entwicklungsstadium seines Lebens so tief getroffen, dass sie ihm mit Gottes Hilfe für die ganze künftige Lebenszeit als heilsame Warnung und Mahnung zu dienen geeignet ist. Der ehrerbietigst Unterzeichnete waget deshalb im Namen des Herrn, das Hohe Königliche Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts untertänigst zu ersuchen, hoch dasselbe wolle das Gesuch des Anfang dieses Jahres von dem Schullehrerseminar zu Waldenburg entlassenen Karl Friedrich May aus Ernsthal gnädigst gewähren und demselben den Wiedereintritt in ein Lehrerseminar des Landes huldreichst verstatten. In tiefster Ehrerbietung und untertänigstem Gehorsam verharrend, Pfarramt Ernsthal, den 10. März 1860, Schmidt. Schrecklich wird der Herr über sie sein, denn er wird alle falschen Götter vertilgen. Und es sollen ihn anbeten alle Inseln der Heiden, ein jeglicher an seinem Ort. Und er wird seine Hand ausstrecken über die Mitternacht, um Assur umzubringen.
Ninive wird er öde machen und so dürre wie eine Wüste. An diese Worte des Propheten Sephania musste ich denken, als wir unser Boot beim letzten Schimmer des Tages an das rechte Ufer des Tigris legten. Die Ruinen des alten Rom und Athen und die Denkmäler des einstigen Ägypten ragen als gigantische Gestalten zum Himmel empor. Sie reden verständlich genug von der Macht, dem Reichtume und dem Kunstsinne jener Völker, welche sie errichtet haben. Hier aber, an den beiden Strömen Euphrat und Tigris, liegen nur wüste Trümmerhaufen, über welche der Beduine achtlos dahinreitet, oft ohne nur zu ahnen, dass unter den Hufen seines Pferdes die Jubel und die Seufzer von Jahrtausenden begraben liegen. Wie aber kam ich an den Tigris? Und wem das Dampfboot, welches uns bis unter die Stromschnellen von Djellab getragen hatte? Ich war mit der Natayeb bis in die Wüste En-Mahman gezogen. Und die Nähe von Maskat am Golfe von Oman verlockte mich, diese Stadt zu besuchen. Ich tat es allein, ohne alle Begleitung. Setzte mich auch in eines der offenen Kaffeehäuser, um mir eine Tasse Kishre munden zu lassen. Und kaum dass ich saß, wurde meine Beschaulichkeit durch eine Gestalt gestört, welche den Eingang verdunkelte. Ein hoher, grauer Zylinderhut saß auf einem dünnen, langen Kopfe, der in Bezug auf Haarwuchs eine völlige Wüste war. Ein unendlich breiter, dünnlippiger Mund legte sich einer Nase in den Weg, die zwar scharf und lang genug war, aber dennoch die Absicht verriet, sich bis hinab zum Kinne zu verlängern. Der bloße, dürre Hals ragte aus einem sehr breiten, umgelegten, tadellos geplätteten Hemdkragen. Dann folgte ein graukarierter Schlips, eine graukarierte Weste, ein graukarierter Rock und graukarierte Beinkleider, eben solche Gamaschen und staubgraue Stiefel. In der rechten trug der graukarierte Mann ein Instrument, welches einer Verwalterhacke sehr ähnlich war, und in der linken eine doppelläufige Pistole. Er erhielt den Kaffee, senkte die Nase auf den Trank, schnüffelte den Duft ein und schüttete den Inhalt auf die Straße. Er erhielt eine bereits angebrannte Pfeife, tat einen Zug, blies den Rauch durch die Nase, spuckte aus und warf die Pfeife neben die Tasse. Der Wirt verstand ihn nicht. Mit dem Munde und allen 10 Fingern machte er nun die Pantomime des Essens. Kebab, bedeutete ich dem Wirt, welcher sogleich hinter der Türe verschwand. Arabian? No. Turk? No. Englishman? No, I'm German. Eine Deutsche. What are you doing? Kaffee trinken? Kaffee, very well. What is your profession? Schriftsteller, Writer. Writer, yeah. Name? Ich nannte meinen Namen. Oh, here. Sein Mund öffnete sich auf die Weise, dass die dünnen Lippen ganz genau ein gleichseitiges Viereck bildeten. Welcome, sir. Ich kenne Sie. Ja, ein Freund von Sir John Roughly. Ah. Yeah, yeah. He is a member from the Traveller Club in London, near Street 47. Sie kennen Sir Roughly? Sie waren mit ihm auf Ceylon. Allerdings. Shooting elephants. Ja. Haben Sie Zeit? Mhm. Ich habe gelesen von Babylon. Nineveh. Mhm. Ausgraben. Ich will hin auch ausgraben. The Fowling Bull. Yeah. The Fowling Bull. Bull? Ja. Bull. Mit den Flügeln. Der Bull mit den Flügeln. Na. Ich will schenken in der British Museum. Oh ja. Yeah. Ich kann nicht so gut Arabic, ja. Yeah. Aber ich brauche einen Jäger, Hunter, und Sie machen mit. Ich zeige. Sehr gut. Darf ich bitte um Ihren Namen bitten? Ich bin Lord Lindsay. David Lindsay. Ich brauche nicht den Lord. Sagen Sir Lindsay. Ja? Sir Lindsay. Ja. Sir Lindsay, und Sie beabsichtigen wirklich, nach dem Euphrat und Tigris zu gehen? Ja, ich habe ein Steamboat und wir fahren auf und wir steigen aus und das Steamboat wartet und dann back to Baghdad. Wer ist noch dabei? Ich, Sie, 2 Diener. Wann fahren Sie ab? Oh, morgen, heute gleich. Ich bedachte mich nicht lange und schlug ein. Ein Bote musste meine Sachen holen und Halef, der bei den Atayeb geblieben war, benachrichtigen, wohin ich reisen werde. Wir fuhren im persischen Busen hinauf, sahen uns Basra und Bagdad an und gelangten nachher auf dem Tigris aufwärtsdampfen an die Stelle, an welcher der kleine Saab in den großen Fluss einmündet. Dort luden wir Pferde und Gepäck ab und schickten den Dampfer zurück nach Bagdad. Wir waren reichlich mit Munition versehen, was die Hauptsache ist. Und außerdem verfügte der Nobelmann über einen so bedeutenden Geldvorrat, dass wir davon den Reiseaufwand für Jahre hinaus hätten bestreiten können.
Die Richtung, die wir einschlugen, nämlich die nach dem Sabakar-See, stellte sich als eine glücklich gewählte heraus. Denn bereits nach kaum mehr als einer Stunde wurde die Steppe belebter und nicht lange, und wir befanden uns inmitten einer nach Tausenden zählenden Herde von Schafen und Kamelen. Diese Tiere waren der ganze Schatz und Stolz der Hadedin, die zum großen Volk der Schamar gehören. Salama. Aleikum. Der Mann, welcher uns entgegentrat, war Sheikh Mohammed Emin. Er hatte die Gestalt und das Äußere eines echten Patriarchen. Der schneeweiße Bart hing ihm bis über die Brust heran. Wir wurden von ihm freundlich aufgenommen, wobei allerdings ein nicht geringes Misstrauen gegen Sir David nicht zu übersehen war. Wie sich herausstellte, verdächtigte der Sheikh den englischen Konsul, Urheber einer Intrige zu sein. Er ist mein Feind. Er hat den Gouverneur von Mussol beredet, meinen Sohn gefangen zu nehmen. Als dann aber bekannt wurde, dass ich ein Freund seines Freundes Sheikh Malik war, und ich berichtete, was alles sich bei den Atayeb zugetragen hatte, reichte Sheikh Mohammed Emin mir die Hand, und ich und Lindsay wurden ins Zelt gebeten und zu einem nicht enden wollenden Festschmause geladen. Ihr Männer vom Stamme der Hadedin al-Shamar. Dieser Mann ist ein großer Emir und Hadji aus dem Land der Ölad-German. Sein Name lautet Hadji Karabenemsi. Er ist der größte Krieger seines Landes und der weiseste Taleb seines Volkes und geht in alle Länder, um Abenteuer zu suchen. Wisst ihr nun, was er ist? Ein Dschihad ist er. Lasst uns sehen, ob es ihm gefällt, mit uns gegen unsere Feinde zu ziehen. Ich kämpfe für alles Rechte und Gute, gegen alles, was Unrecht und Falsch ist. Mein Arm gehört euch. Hast du von dem Stamme der Deshesh gehört? Er fiel über den Meinigen her und raubte uns mehrere Herden. Wir aber eilten ihm nach und nahmen ihm alles wieder. Dann hat uns der Sheikh der Deshesh beim Gouverneur verklagt und ihn bestochen. Dieser schickte zu mir und entbot mich zu einer Besprechung nach Mussol. Ich sandte meinen Sohn, Amat al-Randur. Der Gouverneur war treulos, nahm meinen Sohn gefangen und schickte ihn an einen Ort, den ich noch nicht erfahren habe. Die Stämme der Schamar waren entrüstet über diesen Verrat und töteten einige Soldaten des Gouverneurs. Nun rüstet er gegen sie und hat zugleich die Obede, die Abu Hamed und die Juari gegen mich gehetzt. Wie viel Krieger zählt dein Stamm? 1100. Und deine Gegner? Mehr als dreimal so viel. Emir, du bist wirklich der Freund von Malek, dem Atayeb. Ja. Und auch unser Freund. Ja. Komm mit mir. Ich werde dir etwas zeigen. Er verließ das Zelt. Ich folgte ihm mit dem Engländer und allen anwesenden Arabern. Außerhalb des Zeltkreises standen die Pferde des Sheikh angebunden. Zu ihnen führte er mich. Sie waren alle ausgezeichnet. Herrlich. Welches Pferd gefällt dir? Dieser Hengst. Siehe diese Gliederung, diese Symmetrie, diesen Adel und diese wunderseltene Färbung. Ein Schwarz, welches in das Blau übergeht. Dieser Hengst hat die drei höchsten Tugenden eines guten Pferdes. Welche? Schnellfüßigkeit, Mut und einen langen Atem. Hast du einmal ein solches Pferd besessen? Ja. Oh. Bist du ein sehr reicher Mann? Es kostete mich nichts. Es war ein Mustang. Ein wildes Pferd, welches man sich erst einfangen und zähmen muss. Würdest du diesen Rapphengst kaufen, wenn ich wollte und wenn du könntest? Ich würde ihn auf der Stelle kaufen. Du kannst ihn zum Geschenk erhalten. Unter welcher Bedingung? Wenn du uns sichere Kundschaft bringst, wo die Obede, Abu Hamed und Juari sich vereinigen werden. Wann erhalte ich das Pferd? Wenn du zurückgekehrt bist. Dann kann ich deinen Auftrag nicht ausführen. Warum? Weil vielleicht alles darauf ankommt, dass ich ein Pferd reite, auf welches ich mich in jeder Beziehung verlassen kann. Weißt du, dass bei einem solchen Vorhaben der Hengst sehr leicht verloren gehen kann? Wenn ich ein solches Pferd unter mir habe, so wüsste ich keinen Menschen, der mich oder das Tier fangen könnte. Haltest du so gut? Leihe mir den Hengst und schicke 10 Krieger hinter mir her. Ich werde mich nicht auf 1000 Lanzenlängen von deinem Lager entfernen und gebe ihnen die Erlaubnis, auf mich zu schießen, so oft es ihnen beliebt. Sie werden mich nicht fangen und auch nicht treffen. Es sei. Also 10 Mann, die auf dich schießen dürfen? Wähle deine besten Reiter und Schützen aus. Allah Kerim, so bist du bereits jetzt schon ein toter Mann. Ich entfernte den Sattel.
Das stolze Tier merkte, dass etwas Ungewöhnliches im Gange sei. Seine Augen funkelten, seine Mähne hob sich und seine Füßchen gingen wie die Füße einer Tänzerin. Ich schlang ihm einen Riemen um den Hals und knüpfte eine Schlinge an die eine Seite des fest angezogenen Bauchgurts. So entfernt es den Sattel? Wozu diese Riemen? Das wirst du sehr bald erkennen. Seht ihr das einzelne Zelt? 600 Schritte von hier? Wir sehen es. Sobald ich es erreicht habe, könnt ihr auf mich schießen. Ich sprang auf. Vorwärts. Der Hengst schoss wie ein Pfeil davon. Die Araber folgten mir hart auf den Hufen. Es war ein Prachtfilm. Jetzt bog ich mich nieder, um den Arm in den Hals rinnen und das Bein in die Schlinge zu stecken. Kurz vor dem angegebenen Zelte warf ich das Pferd in einem rechten Winkel herum. Einer der Verfolger parierte sein Pferd mit jeder Sicherheit, wie es nur ein Araber zustande bringt. Es stand, als sei es aus Erz gegossen. Er hob die Flinte empor, der Schuss krachte. Sie glaubten, ich sei getroffen, denn ich war nicht mehr zu sehen. Ich hatte mich nach Art der Indianer vom Pferde geworfen und hing nun mittels des Riemens und der Schlinge an derjenigen Seite desselben, welche den Verfolgern abgewendet war. Ein Blick unter dem Halse des Ratten hindurch überzeugte mich, dass niemand mehr ziele. Und sofort richtete ich mich wieder im Sattel empor, drückte das Pferd wieder nach rechts hinüber und jagte weiter. Ich zog den Ratten nach links, warf mich wieder ab und ritt in einem spitzen Winkel an ihrer Flanke vorüber. Sie konnten nicht schießen, wenn sie nicht das Pferd treffen wollten. Trotzdem die Jagd gefährlich aussah, war sie bei der Vortrefflichkeit meines Pferdes doch nur wie das Kinderhaschen, das ich Indianern gegenüber allerdings nicht hätte wagen dürfen. Dann galoppierte ich, immer an der Seite des Pferdes hangend, mitten zwischen den Verfolgern hindurch, nach dem Orte, an welchem der Ritt begonnen hat. Als ich abstieg, zeigte der Rappe nicht eine Spur von Schweiß oder Schaum. Alhamdulillah! Es gibt im ganzen Stamm al-Shammar keinen solchen Reiter wie du bist. So glaubst du nun wohl, dass ich mich weder vor den Obeide noch vor den Abu Hamed und den Juari fürchte, wenn ich diesen Hengst unter mir habe? Emir, ich glaube es. Du bist Hadschi Karabenemsi, der Freund meines Freundes Malik. Und ich vertraue dir. Nimm den Hengst und reite gegen morgen. Bringst du mir keine Botschaft, so bleibt er mein. Bringst du mir aber genügende Kunde, so ist er dein. Dann werde ich dir auch sein Geheimnis sagen. Jedes arabische Pferd nämlich hat sein Geheimnis. Es ist auf ein gewisses Zeichen eingeübt, auf welches es den höchsten Grad seiner Schnelligkeit entwickelt und dieselbe nicht eher mindert, als bis es entweder zusammenbricht oder von seinem Reiter angehalten wird. Dieser Reiter verrät das geheime Zeichen selbst seinem Vater nicht und wendet es erst dann an, wenn er sich in der allergrößten Todesgefahr befindet. Kann nicht der Fall eintreten, dass nur das Geheimnis mich und das Pferd zu retten vermag? Sheikh, noch bin ich nicht der Besitzer des Rappen, aber ich werde es. Und sollte ich es nicht werden, so wird das Geheimnis in mir vergraben sein. Wenn der Rappe fliegen soll wie der Falke in den Lüften, so lege ihm die Hand leicht zwischen die Ohren und rufe laut das Wort. Ri. Das heißt Wind? Ja, Ri. Das ist der Name des Pferdes. Denn es ist noch schneller als der Wind. Es ist so schnell wie der Sturm. Schlafe heute auf seinem Leibe und sage ihm die 100. Sure, welche von den schnell eilenden Rossen handelt in die Nüstern. So wird es dich lieben und dir gehorchen bis zum letzten Atemzug. Kennst du diese Sure? Ja. Tu es. Und er wird merken, dass du sein Herr geworden bist. Jetzt aber komm in das Zelt zurück. Wir verbrachten den Rest des Tages mit allerlei Erzählungen, wie sie der Araber liebt. Dann wurde das Nachtgebet gesprochen und wir gingen zur Ruhe. Ich ging zu dem Hengste, welcher auf der Erde lag, und nahm Platz zwischen seinen Füßen. Im Namen Allahs des Alten. Habe ich ihm die 100. Sure wirklich in die Nüstern gesagt? Mit lärmendem Schnauben. Versteht sich. Stampfend Feuerfunken sprühen. Und bei denen die Wetteifernd des Morgens früh auf den Feind einstürmen, die den Staub aufjagen und die feindlichen Scharen durchbrechen. Wahrlich, der Mensch ist undankbar gegen seinen Herrn. Und er selbst muss solches bezeugen. Zu unmäßig hängt er der Liebe zu irdischen Gütern an. Weiß er denn nicht, dass dann, wenn alles herausgenommen ist, was in den Gräbern liegt, und an das Licht gebracht wird, was in des Menschen Brust verborgen war, dass dann an diesem Tage der Herr sie vollkommen kennt? Am nächsten Morgen in aller Frühe stieg ich auf mein Pferd und verließ den Ort, an den ich vielleicht niemals wieder zurückkehren sollte. Ich hatte mir vorgenommen, zunächst den südlichsten Stamm, die Juari, aufzusuchen und hielt mich westlich. Der erste Tag verging ohne irgendein Abenteuer und am Abend legte ich mich hinter einem einsamen Felsen zur Ruhe. Ich schlief sehr fest und erwachte durch das warnende Schnauben meines Pferdes.
Als ich aufblickte, sah ich 5 Reiter, die, wie sich alsbald herausstellte, zum Stamm der Abu Mohammed, also zu Freunden der Hadedin, gehörten. Nachdem sie mein prächtiges Pferd ausgiebig bewundert hatten, brachten sie mich in ihr Lager, wo ich zuerst mit ihrem Sheikh alleine, dann mit dem Rat der Ältesten den zu erwartenden Kriegszug beratschlagte. Und ich kann nicht ohne Stolz sagen, dass alle meine Vorschläge, wenn auch nach längerer Beratung, angenommen und dann noch einmal auf das Eingehendste besprochen wurden. Am anderen Morgen ritt ich denselben Weg zurück, den ich gekommen war. Und am Mittag des anderen Tages kam mir die erste Schafherde der Hadedin wieder vor Augen. Im Zelt des Sheikh fand wiederum eine große Versammlung statt, in der ich Bericht erstattete von allem, was ich erlebt hatte. Der Sheikh der Abu Mohammed ist dein Freund. Und er wird dir mit dem Stamme der Al-Abaiden zu Hilfe kommen. Die Beratung über das, was nun geschehen solle, wogte, wie es bei diesen Menschen so Sitte ist, viele Stunden hin und her. Aber außer, dass sie sich gegenseitig der umfassendsten Tapferkeit versicherten, kam nichts dabei heraus. Ich hatte die ganze Zeit geschwiegen. Ich würde nicht wie die Araber, sondern wie die Franken kämpfen. Wie kämpfen diese? Ich erhob mich, um eine Rede zu halten. Eine Rede über europäische Kriegskunst. Ich, der Laie im Kriegswesen. Aber ich musste mich ja für diesen braven Stamm der Hadedin interessieren. Ich hielt es keineswegs für eine Versündigung an dem Leben meiner Mitmenschen, wenn ich mich hier beteiligte. Es lag vielmehr wohl in meiner Hand, die Grausamkeiten zu mildern, welche bei diesen halbwilden Leuten ein Sieg stets mit sich bringt. Wenn du heute noch deine Boten aussendest, so sind die Krieger morgen beisammen. Ich lehre sie den geschlossenen Angriff zu Pferde, welcher die Feinde über den Haufen werfen wird, und den Kampf zu Fuße mit dem Feuergewehr. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, meine Truppen aufzustellen und zu examinieren. Ich bildete 2 Kompanien aus ihnen und begann meinen Instruktionsunterricht. Zu meiner übergroßen Freude stellte sich gegen Abend mein kleiner Diener Halef bei uns ein. Alhamdulillah, preis sei Gott, dass ich dich wiedersehe, Sidi. Halef. Ich habe mich nach dir gesehen, wie der Tag nach der Sonne. Ich erzählte ihm das Nötige in Kürze und brachte ihn zu Sheikh Mohammed Emin. Erlaube mir, Sheikh, dir diesen Mann zu bringen. Es ist Haji Halef Omar ben Haji Abu Abbas ibn Haji Daoud al-Ghosara, von dem ich dir bereits erzählt habe. Der Abu Saif, den Vater des Säbels, erschlagen hat? Ja. Er gehört jetzt zu dem Stamme der Ataye, dessen Sheikh dein Freund Malik ist. Ich kenne sein Schicksal, aber er soll mir willkommen sein. Wir werden dir 60 tapfere Leute bringen. Du solltest einen Boten sofort aufbrechen lassen und Sheikh Malik mit den Seinen herholen. Am anderen Mittag waren wir vollzählig. Ich hatte Offiziere und Unteroffiziere ernannt, welche jeden Neuangekommenen, nachdem ich ihm seinen Platz angewiesen hatte, sofort einübten. Am Spätnachmittag begann das Manöver und fiel zur allgemeinen Zufriedenheit aus. Das Fußvolk schoss ganz exakt und die Jogs der einzelnen berittenen Körper wurden mit eleganter Sicherheit ausgeführt. Durch Boten erfuhren wir, dass sich unsere Feinde vereinigt hatten und den El-Drak schlagen. Der Tag der Entscheidung stand bevor. Noch in derselben Nacht trafen Sheikh Malik und seine Männer im Lager ein. Meine Augen freuen sich, dich zu sehen und mein Ohr ist entzückt, die Schritte deines Fußes zu vernehmen. Allah segne deine Ankunft, Freund meiner Seele. Er hat ein Wunder getan, um dich schon heute zu uns zu bringen. Dürfen euch die Männer der Atayeb ihre Säbel leihen? Ich weiß, dass dein Säbel ist wie der Degen Mohammeds, der Blitzende, dem niemand widerstehen kann. Du bist uns hochwillkommen mit allen, welche bei dir sind. Du wirst mit deinen Männern die Schanze verteidigen, welche den Ausgang des Schlachtfeldes verschließen soll. Wir hatten das Abendessen beendet, als sich der Sheikh erhob und sein Messer zog. Allah, Allah! Es gibt keinen Gott außer Allah! Alles, was da lebt, hat er geschaffen. Und wir sind seine Kinder. Warum sollen sich hassen, die sich lieben? Und warum sollen sich entzweien, die einander angehören? Sheikh Malik, du bist ein großer Krieger und wir haben Salz miteinander gegessen. Haji Emir Karabenemsi, auch du bist ein großer Krieger und wir haben Salz miteinander gegessen. Ihr wohnt in meinem Zelte. Ihr seid meine Freunde und meine Gefährten. Ihr sterbet für mich und ich sterbe für euch. Habe ich die Wahrheit gesagt? Habe ich recht gesprochen? Wir bejahten durch ein ernstes, feierliches Kopfnicken. Tapfere Männer schließen ihre Freundschaft nicht durch das Salz. Es gibt einen Stoff, der nie im Körper vergeht. Das Blut. Du hast recht gesagt. Das Blut bleibt bis zum Tode. Und die Freundschaft, die durch das Blut geschlossen wird, hört erst auf, wenn man stirbt. Sheikh
Shaikh Malek, gib mir deinen Arm. Malek entblößte seinen Unterarm und hielt ihn Mohammed Emin dar. Dieser ritzte ihn leicht mit der Spitze seines Messers und ließ die hervorquellenden Tropfen in einen kleinen, mit Wasser gefüllten, hölzernen Becher fallen, welchen er darunter hielt. Dann tat er bei mir dasselbe. Emir Haji Karabenemsi, willst du mein Freund sein? Und der Freund dieses Mannes, der sich Sheikh Malek al-Atayeb nennt? Ich will es. Willst du es sein? Bis zum Tode. Ich will es. So sind deine Freunde und Feinde auch unsere Freunde und Feinde. Und unsere Freunde und Feinde sind auch deine Freunde und Feinde. Sie sind es. Er schnitt nun leicht durch die Haut seines eigenen Armes und ließ die wenigen Blutstropfen, welche hervorquollen, in den Becher fallen. Wir haben drei Herzen und drei Köpfe. Aber dennoch sei es nur ein Herz und ein Kopf. Wo der eine ist, da wandeln die anderen. Und was der eine tut, das tue der andere so, als ob seine Gefährten es täten. Preis sei Gott, der uns diesen Tag gegeben hat. Ich hielt eine kurze Anrede und tat einen Schluck. Malek folgte mir und Mohammed Emin trank den Rest aus. Dann umarmte und küsste er uns. Jetzt bist du mein Rafik, mein Freund, mein Blutsbruder. Und ich bin dein Rafik. Unsere Freundschaft sei ewig. Wenn auch Allah unsere Wege scheiden mag. Die Kunde von diesem Bunde verbreitete sich schnell durch das ganze Lager. Und wer auch nur das kleinste Vorrecht oder die geringste Vergünstigung zu besitzen glaubte, der kam in das Zelt, um uns zu beglückwünschen. Dies nahm eine nicht geringe Zeit in Anspruch, sodass wir erst spät uns zur Ruhe legen konnten. Der nächste Morgen brach an. Dieser Tag musste die Entscheidung bringen. Die einzelnen Truppenteile, Reiterei und Infanterie machten sich auf den Weg und bezogen Position an genau vorher bestimmten Plätzen. Wo seid ihr? Infanterie, Kavallerie? Kavallerie. Ich bleibe bei euch. Wir werden uns oberhalb von hier an den Fluss ziehen, um den Feind zu verhindern, nach Norden zu entkommen. Ich hatte diesen Posten mit einer gewissen Absicht übernommen. Zwar war ich Freund und Gefährte der Hadedin, aber es widerstrebte mir doch, Leute, wenn auch im offenen Kampfe, zu töten, die mir nichts getan hatten. Der Zwist, welcher hier zwischen diesen Arabern ausgefochten werden sollte, ging mich persönlich gar nichts an. Und da nicht zu erwarten stand, dass die Feinde sich nach Norden wenden würden, so hatte ich gebeten, mich der Abteilung anschließen zu dürfen, welche den Feinden dort das Vordringen verwehren sollte. Am liebsten wäre ich am Verbandsplatz zurückgeblieben. Dies war aber eine Unmöglichkeit. Wir hatten nicht sehr lange zu warten, bis wir Hufschlag vernahmen. Master Lindsay lag neben mir und lauschte, während er die Büchse im Anschlage hielt. How many? Ich konnte sie nicht genau zählen. Da kamen sie um die Ecke herum. Voran ein hoher, kräftiger Araber, welcher unter seiner Aba einen Schuppenpanzer trug. Es war eine wirklich königliche Gestalt. Er ritt einige Schritte vor und winkte einem Manne, der sich an seiner Seite befand. Dieser war sehr lang und hager und hing auf seinem Gaule, als ob er noch niemals einen Sattel berührt hätte. Man sah ihm sofort die griechische Abstammung an. Wer sind Sie? Ich bin ein Engländer. Grüße ich Sie, verehrter Herr. Dies sind Ihre Diener? Yes. Was tun Sie hier? Ausgraben. Was? Die faulen Bulls. Sonderbar. Und wohin wollen Sie zunächst? Wo die faulen Bulls sind. Wer ist der Master hier? Der Grieche deutete auf den Araber im Schuppenpanzer. Dieser berühmte Mann ist der Slah al-Mahem, Sheikh de Beni Ubeide, welche da drüben ihre Weideplätze haben. Ich bin einer der Dolmetscher beim englischen Vizekonsul zu Mussol. Erlauben Sie, dass auch ich mich Ihnen vorstelle. Wer sind Sie? Auch ein Engländer? Hm. Sie tragen sich aber noch genau wie ein Araber. Ich bin ein Deutscher und gehöre zur Expedition dieses Herrn. Wer ist das? Ich bin ein Nemsi. Du sprichst unsere Sprache. Kennst du die Hadidin? Ich bin der Rafik ihres Sheikh. So bist du verloren. Ich nehme dich gefangen. Dich und die anderen hier. Du bist stark, aber nicht stark genug. Auf, ihr Männer! Sofort erhoben sich sämtliche Hadidin und legten die Gewehre auf ihn und seine Leute an. Ah, du bist klug wie ein Fuchs. Mich aber fängst du nicht! Er riss den krummen Säbel vom Gürtel, drängte sein Pferd zu mir heran und holte aus zum tödlichen Hieb. Es war nicht schwer, mit ihm fertig zu werden. Ich schoss auf sein Pferd, dieses überstürzte sich, er fiel zu Boden und ich hatte ihn rasch gepackt. Jetzt allerdings begann ein Ringen, welches mir bewies, dass er ein außerordentlich kräftiger Mann sei. Ich musste ihm einen betäubenden Hieb auf die Schläfe versetzen, ehe ich seiner habhaft war. Ich hatte den Hadedin befohlen, nur auf die Pferde zu schießen.
Die Krieger lagen zu Boden geworfen und von allen Seiten starrten ihnen die langen, bewimpelten Lanzen der Hadedin entgegen. Schießt ihn nieder! Den Wolf, den Schakal! Eure Brüder werden euch und mich rächen! Eure Brüder! Der Abu Hamed, den Jomadi! Was weißt du von ihnen? Dass sie in diesem Augenblick von den Kriegern der Hadedin ebenso überrumpelt werden, wie ich dich und diese Männer gefangen habe. Hörst du diese Schüsse? Sie sind bereits im Tale eingeschlossen und werden alle niedergemacht, wenn sie sich nicht ergeben. Töte mich! Die Hadedin sind keine Scheusale, die nach Blut lechzen. Sie wollen euren Überfall zurückweisen und dann Frieden mit euch schließen. Bei dieser Beratung darf der Sheikh der Obeide nicht fehlen. Stop! Stand still! Dieser Ruf galt dem Griechen. Er war bereits über 100 Schritte entfernt. Es tat mir leid, aber ich war gezwungen, auf ihn zu schießen. Ich zielte scharf und drückte ab. Er blieb stehen. Es war, als ob ihn eine unsichtbare Hand einmal um seine eigene Achse drehte. Dann fiel er nieder. Holt ihn herbei! Auf dieses Gebot liefen einige Hadedin zu ihm und trugen ihn herbei. Die Kugel saß in seinem Oberschenkel. Sir! Was? Er frisst Papier! Der Karl! Der Grieche hatte noch einen Papierfetzen in der zusammengeballten Faust. Einen Druck auf seine Hand, er schrie vor Schmerz auf und öffnete die Finger. Das Papier war der Teil eines Briefumschlags und enthielt nur ein einziges Wort. Bagdad. Der Mensch hatte den anderen Teil des Kuverts und den eigentlichen Brief entweder schon verschlungen oder noch im Mund. Geben Sie heraus, was Sie im Mund haben. Ein höhnisches Lächeln war seine Antwort. Und zugleich sah ich, wie er den Kopf etwas erhob, um leichter schlingen zu können. Sofort fasste ich ihn bei der Kehle. Unter meinem nicht eben sanften Griff tat er in der Angst des Erstickens den Mund auf. Es gelang mir nun, ein Papierklümpchen ans Tageslicht zu fördern. Die Papierfetzen enthielten nur wenige Zeilen in Chiffreschrift. Und außerdem schien es ganz unmöglich, die einzelnen Fetzen so zusammenzusetzen, wie sie zusammengehörten. Von wem war dieses Schreiben verfasst? Von wem hast du es erhalten? Hast du Lust, hier elend liegen zu bleiben und zu sterben? Wenn du nicht antwortest, so wirst du nicht verbunden und ich lasse dich hier zurück für die Geier und Schakale. Von wem hast du diesen Brief? Vom englischen Vizekonsul. In Mosul. An wen war er gerichtet? An den Konsul. Zu Bagdad. Kennst du seinen Inhalt? Politik. Weiter darf ich nicht sagen. Hast du einen Schwur abgelegt? Ja. Du bist Griech? Ja. Aus Lemnos. Ich dachte es. Der echte Türke ist ein ehrlicher, biederer Charakter. Und wenn er anders wird oder anders geworden ist, so tragt ihr die Schuld. Ihr, die ihr euch Christen nennt und doch schlimmer seid als die ärgsten Heiden. Wo in der Türkei eine Gaunerei oder ein Halunkenstreich verübt wird, da hat ein Grieche seine schmutzige Hand im Spiele. Du würdest heute deinen Eid brechen, wenn ich dich zwänge oder dir den Eidbruch bezahlte. Ich weiß, wodurch ihr alles werdet, was ihr seid. Warum hetzt ihr diese Stämme gegeneinander auf? Warum stachelt ihr einmal den Türken und das andere Mal den Perser gegen sie auf? Und das tun Christen! Fliehe zu deinem Popen! Er mag für dich um Vergebung bitten. Wie ist dein Name? Alexander Koletis. Du trägst einen berühmten Namen. Aber du hast mit demjenigen, der ihn früher trug, nichts gemein. Ich ließ den Griechen verbinden. Wer weiß, ob ich nicht anders gehandelt hätte, wenn ich damals gewusst hätte, unter welchen Umständen ich diesen Menschen später wiedersehen sollte. Ich nahm nun Eslah al-Mahem das Versprechen ab, nicht zu fliehen. Gab ihm sogar seine Waffen zurück. Ein Sheikh soll der edelste seines Stammes sein. Du sollst vor Mohammed Emin, den Sheikh der Hadedin, treten wie ein freier Mann. Mit den Waffen in der Hand. Wie ist dein Name, Sidi? Die Hadedin nennen mich Emir Kara Benemsi. Mit den Waffen, die du mir wiedergibst, hast du mich leichter überwunden, als es mit den Waffen geschehen könnte, die du bei dir trägst und mit denen du mich töten könntest. Zeige mir deinen Dolch. Ich tat es. Er prüfte die Klinge. Dieses Eisen breche ich mit der Hand auseinander. Siehe dagegen meinen Shambeji. Er zog ihn aus der Scheide. Es war ein Kunstwerk, zweischneidig, leicht gekrümmt, wunderbar damasziert. Und in arabischer Sprache stand zu beiden Seiten der Wahlspruch: Nur nach dem Sieg in die Scheide. Er war gewiss von einem jener alten, berühmten Waffenschmiede in Damaskus gefertigt worden, welche heutzutage ausgestorben sind und mit denen sich jetzt keiner mehr vergleichen kann. Er sei dein. Gib mir den deinigen dafür. Das war ein Tausch, den ich nicht zurückweisen durfte, wenn ich den Sheikh nicht unversöhnlich beleidigen wollte. Ich danke dir, Haji Eslah al-Mahem. Ich werde diese Klinge tragen zum Andenken an dich und zu Ehren deiner Väter. Da hörten wir den Hufschlag eines Pferdes. Und gleich darauf bog ein Reiter um den Felsenvorsprung, welcher unser Versteck nach Süden abschloss. Es war kein anderer als mein kleiner Halef. Sidi! Sidi, du sollst kommen! Wie steht es, Haji Halefuma? Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt! Ja, so war es. Wir hatten gesiegt. Wir hatten einen großen Sieg errungen. Wir ritten zum Kampfplatz, wo ich mich zuerst um die Verwundeten kümmerte. Als ich dies besorgt hatte, trat ich in jenes Zelt,
in welchem die Sheiks ihre Besprechung hielten. Es dauerte eine geraume Weile, die Sieger davon zu überzeugen, Gerechtigkeit und Großmut walten zu lassen. Ich regelte also, was jeder bekommen, was an Tributen zu entrichten sein würde und wie diese Tribute unter ihnen aufgeteilt werden sollten. Ihr werdet sie beherrschen und sie werden sich unter euren Schutz begeben müssen, um gegen ihre anderen Feinde gerüstet sein zu können. Dann werden sie euch auch gegen eure Feinde helfen müssen. Was wirst du von der Entschädigung erhalten? Nichts. Ich ziehe weiter und brauche keine Herden. Waffen und ein Pferd habe ich auch. Und die Männer, welche bei dir sind? Die werden auch nichts nehmen. Sie haben alles, was sie brauchen. So wirst du nehmen müssen, dass wir die als Dank darbringen werden. Wenn ihr mir danken wollt, so tut denen wohl, welche als eure Feinde verwundet in euren Zelten liegen. Und seht, ob ihr eine Ruine findet, aus welcher man Figuren und Steine mit fremden Schriften graben kann. Mein Gefährte wünscht, solche Dinge zu sehen. Nun habt ihr gehört, was ich euch zu sagen habe. Allah erleuchte eure Weisheit, damit ich bald erfahre, was ihr beschlossen habt. Ich ging hinaus und beeilte mich, den gefangenen Sheiks Datteln und Wasser zu besorgen. Auch inspizierte ich noch einmal den Ort, wo die Gefangenen lagerten. Und so kam es, dass mehrere Stunden vergangen waren, als ich die Zelte wieder erreichte. Sheik Mohammed Emin hatte mich bereits gesucht. Doch obwohl er mir Vorteilhaftes von der Versammlung mitzuteilen hatte, ging von ihm eine tiefe Erschütterung aus. Dein Wort ist so gut wie deine Tat. Es ist alles so befolgt worden, wie du es vorgeschlagen hast. In diesem Moment wurde der Sheik von zwei seiner Männer unterbrochen, die einen Gefangenen in ihrer Mitte führten. Mohammed Emin? So heiße ich. O Herr, so habe ich eine Botschaft an dich. Sage sie. Es war in Badri, ehe wir unsere Reise antraten. Da ging ich zum Bache, um zu schöpfen. In demselben lag eine Truppe Anabudlach, welche einen jungen Mann bewachten. Er bat mich, ihm zu trinken zu geben, und indem er tat, als trinke er, flüsterte er mir zu: Gehe zu den Hadidin, zu Sheikh Mohammed Emin, und sage ihm, dass ich nach Ahmadiyya geschafft werde. Die anderen sind hingerichtet worden. Dies ist es, was ich dir zu sagen habe. Der Sheikh taumelte zurück. Ahmad al-Randu, mein Sohn! Er war es. Alhamdulillah, endlich. Endlich habe ich eine Spur von ihm. Wann war es, als du mit ihm geredet hast? 6 Wochen sind seitdem vergangen, Herr. Ich danke dir. 6 Wochen? Eine lange Zeit. Aber er soll nicht länger schmachten. Ich hole ihn. Und wenn ich ganz Ahmadiyya erobern und zerstören müsste. Hachim Garbe, nimm sie. Reitest du mit? Oder willst du mich bei dieser Fahrt verlassen? Ich reite mit. Allah segne dich. Kommt, lasst uns diese Botschaft allen Männern der Hadidin verkündigen. Sidi, darf ich dir folgen? Halle, denke an dein Weib. Halle ist in guter Hut. Aber du, Herr, brauchst einen treuen Diener. Gut, so nehme ich dich mit. Ich sollte mit Mohammed Emin hinauf in die kurdischen Gebirge reisen, um seinen Sohn Ahmad al-Randur durch List oder Gewalt aus der Festung Ahmadiyya herauszuholen. Eine Aufgabe, welche nicht so ohne weiteres zu lösen war. Aber Mohammed Emin, der tapfere Sheikh der Hadidin, war endlich auf meinen Vorschlag eingegangen, das Unternehmen nur zu dreien auszuführen. Diese drei waren er selbst, Halef und ich. Freilich hat es einen großen Aufwand an Überredung gekostet, um Sir David Lindsay klarzumachen, dass er mit seinem vollständigen Mangel an Sprachkenntnis und Anbequemungsfähigkeit uns mehr Schaden als Nutzen bringen würde. Aber er hatte sich schließlich doch entschlossen, bei den Hadidin zu bleiben, während Halef und ich nach Mosul hineinritten und um Audienz bei dem dortigen Pascha nachsuchten. Ein glücklicher Zufall verhalf dazu, mir den Pascha gewogen zu machen. Dieser Zufall bestand darin, dass der Leibarzt des Paschas versucht hatte, diesem einen Eckzahn zu ziehen. Seine Arbeit, die dem Pascha natürlich fürchterliche Schmerzen verursacht haben dürfte, aber kurz vor Vollendung beenden musste. So war es ein leichtes für mich, dem Pascha vorzugaukeln, ich könne Zähne ganz ohne Schmerzen extrahieren. Seine Dankbarkeit wurde noch größer, als ich ihm vermittels Rosinen, Zucker, Essig, Wasser, kohlensaurem Natron und Weinsteinsäure eine Art Schaumwein panschte, von dem er, obwohl noch warm, gleich 2 volle Flaschen durch seine Kehle rinnen ließ. Als ich den Pascha verließ, hatte ich 3 Schreiben in der Tasche. Eines an den kurdischen Bey von Kumri, eines an den Mütteselim, den Kommandanten der Festung Ahmadiyya, und das dritte an alle Ortsoberhäupter und sonstigen Behörden. Und darin hieß es, dass ich das Recht habe, den Disch Paresse zu erheben und die Bewohner meinen Anforderungen gerade so entsprechen sollten, als ob der Pascha sie selbst stellt. Über Bebosee und Jeloki erreichten wir Spinda. Halef, es ist schon spät.
Reite voraus und trage Sorge, dass bei unserer Ankunft alles bereitet ist. Ich eile, Felix. Spinda hat seinen Namen von der großen Anzahl von Pappeln, die dort vorkommen. Wir fragten nach dem Vorsteher, der hier Nesanum genannt wird, und wurden vor ein größeres Haus geführt, wo wir abstiegen und eintraten. In einem der Räume wurde ein sehr lautes Gespräch geführt. Mich hier zu vertreiben! Stimmt, du hast recht, ich bin hier der Vorsteher. Und du bist ein Anarut, ein Kavase, ein einfacher Kavase, weiter nicht. Mensch, ich drehe das Gesicht auf den Rücken, wenn du nicht schweigst! Höre, ihr habt mir zwei Effendis angemeldet. Der eine hat eine Schrift vom Konsul der Franken, die vom Mythesarif unterzeichnet worden ist. Das gilt. Der andere aber ist im Gölge des Padischahüt. Er hat Schriften vom Konsul, vom Großherrn, vom Mythesarif und hat auch das Recht auf den Dish Pares. Das gilt noch mehr. Dieser Letztere wird hier bei mir wohnen. Für den anderen aber werde ich eine Schlafstätte in einem anderen Hause bereiten lassen. Das leide ich nicht. Ich bin hier Vorsteher, was ich sage, das gilt. Und kein Anarut hat mir Vorschriften zu machen. Ihre liebe Chich, guten Abend. Du bist der Herr von Zwinda? Ich bin es. Und du bist der, welcher unter dem Schutze des Großherrn steht und das Anrecht auf den Disparesse. Ich bin es. Und dieser Mann ist dein Begleiter? Mein Freund und Gefährte. Ihr seid mir willkommen. Salama! Ihr sollt ein Zimmer bekommen, wie es euer würdig ist. Wie hoch schätzest du deinen Disparesse? Ich muss hier noch eine Erklärung nachreichen. Der Disparesse, die Zahnvergütung, ist eine Abgabe an Geld, welche überall erhoben wird, wo der Pascha auf seinen Reisen anhält. Und zwar dafür, dass er sich seine Zähne beim Kauen derjenigen Lebensmittel abnutzt, die ihm die betreffenden Einwohner unentgeltlich liefern müssen. Wie hoch, Effendi? Für uns beide und den Diener sei er dir geschenkt. Herr, du bist nachsichtig und gütig, ich danke dir. Erlaube, dass ich mich eine kleine Weile mit diesem Kavasen entferne. Entferne? Ich gehe nicht fort. Ich verlange das gleiche Recht für meinen Herrn. Was sind diese beiden Männer, welche sagen, dass sie unter dem Schutz des Großherrn stehen? Ah, was sind das? Welche in der Wüste rauben und stehlen und hier in den Bergen die Herren spielen? Aleph, dieser Kawas wagt es uns zu schmähen. Wenn er noch ein einziges Wort sagt, welches mir nicht gefällt, so gebe ich ihn in deine Hand. Vor diesem Zwerge soll ich mich fürchten? Er konnte nicht weitersprechen, denn er lag bereits am Boden und mein kleiner Hatschi kniete über ihm, in der rechten den Dolch zückend und die linke um seinen Hals klammern. Soll ich? Shivi! Es ist einstweilen genug. Aleph ließ ihn los und der Kawasse erhob sich. Seine Augen blitzten in zorniger Tücke, aber er wagte doch nichts zu unternehmen. Komm, ich werde dir die Wohnung anweisen. Wer ist da? Diese klappernde Stimme war mir so außerordentlich bekannt, dass ich sofort aufgesprungen war. Sir David Lindsay! Im nächsten Augenblick stand ich unten. Das war der hohe graue Zylinderhut, der lange dünne Kopf, der breite Mund, die Sierra Morena-Nase, der bloße, dürre Hals, der breite Hemdkragen, der graukarierte Schlips, die graukarierte Weste, der graukarierte Rock, die graukarierte Hose, die graukarierten Gamaschen und die staubgrauen Stiefel. Und wahrhaftig, da in der rechten trug er die berühmte Hacke, welche die edle Bestimmung hatte, Fouling Bulls und andere Altertümer zu insultieren. Was ihr wollt kommen nach Amadi, ja, yeah. Ich ging nach Musson, ja. Yeah. The council gab the pass. Der Governor unterschrieb den Pass und gab Anarut mit und jetzt hier euch finden. Very well. Abenteuer machen. Master Ahmad El-Khan dort holen. Sir David, Sir David. Hier, habt ihr sonst schon jemand in unser Geheimnis einbezogen? No. Not a single word. No, kind of not. No. Ihr fallt zu sehr auf. Well, nichts mehr auffallen. Was tun? Ihr müsst wie ein Türk oder wie ein Kurde gehen. Wie wollt ihr euch tragen? Als Türke? Als Kurde? Türke, Kurde, Kurde, Kurde! Gut, so müsst ihr allerdings schwarz-rot gehen. Das ist die kurdische Leibfarbe. Yeah. Und wo kaufen? Fragt unseren Wirt. Vielleicht kann der euch aushelfen. Ich ging hinab, um nach den Pferden zu sehen. Sie waren wohl versorgt. Bei ihnen standen Halit und der Arnavut im heftigen Streite, der aber bei meinem Erscheinen sofort abgebrochen wurde. Was zanket ihr, Halit? Dieser Arnavut schändet dich, Sidi. Er hat gedroht, dich und mich zu ermorden, weil ich ihn auf deinen Befehl niedergeworfen habe. Schweig, Mensch! Oder willst du dich mit diesem da heute noch in der Schäne treffen? Ich hatte die Gewalttätigkeit dieser albanesischen Soldaten genugsam kennengelernt, um selbst einen so einfachen Fall nicht zu leicht zu nehmen. Der Anarut achtet das Leben eines Menschen gleich nichts. Er schießt wegen eines Schluck Wassers einen anderen ruhig nieder und beugt dann dafür mit derselben Ruhe sein Haupt unter das Schwert des Henkers. Wir hatten diesen Kawas beleidigt,
Ein Schuss war ihm zuzutrauen. Du sprichst die Sprache von Tschechen, Peria. Bist du ein Tscheche, Peter? Ich bin ein Deutscher. Und ich sage dir, dass die Leute aus Deutschland es verstehen, mit deinesgleichen umzuspringen. Fahre zum Teufel! Er hob blitzschnell seine Pistole und drückte los. Hätte ich nicht das Auge fest auf die Mündung der Waffe gehalten, so wäre mir die Kugel in den Kopf gegangen. So aber fuhr ich mit dem Kopf rasch zur Seite nieder und die Kugel ging über mich hinweg. Ehe er den zweiten Lauf abfeuern konnte, hatte ich ihn unterlaufen und presste ihm seine Arme an den Leib. Soll ich ihn erschießen, Sidi? Nein, bindet ihn. Um seine Arme nach hinten zu bekommen, musste ich sie einen Augenblick freigeben. Das benutzte er, riss sich los und sprang davon. Im nächsten Augenblick war er zwischen den Bäumen, welche die Häuser trennten, verschwunden. Lass ihn. Er wird nicht wiederkommen. Die übrige Zeit des Abends verbrachten wir mit den Kurden in lebhafter Unterhaltung, die mit einem Tanze schloss, der uns zu Ehren veranstaltet wurde. Als der einfache Tanz beendet war, zog ich ein Armband hervor und rief die Tochter des Vorstehers, die mich beim Essen bedient hatte und sich jetzt mit unter den Tänzerinnen befand, zu mir herauf. Das Armband bestand aus gelben Glasstücken und hatte das täuschende Ansehen jenes rauchigen, halb durchsichtigen Bernsteins, der im Oriente so beliebt, gesucht und teuer ist. Komm herbei, du lieblichste Tochter der Kurden von Spinda. Auf deinen Wangen glänzt das Licht der Morgenröte und dein Antlitz ist lieblich wie der Kelch der Hyazinthe. Deine Hände und Füße haben mich erfreut, wie der Tropfen, der den Durstigen labt. Nimm dieses Armband. Und denke meiner, wenn du dich damit schmückst. Oh. Sie errötete vor Freude und Verlegenheit und wusste nicht, was sie antworten sollte. Ascolmaneta, Jodeo. Ich bin dein Eigen, o Gebieter, lispelte sie endlich. Dies ist ein gebräuchlicher Gruß der kurdischen Frauen und Mädchen einem vornehmen Manne gegenüber. Auch der Dorfälteste war so erfreut über die seiner Tochter gewordene Auszeichnung, dass er sogar die orientalische Zurückhaltung ganz vergaß. Meine Tochter, dein Vater kann dir keine solche Hochzeitsgabe schenken, wie sie dir dieser Emir gegeben hat. Frage ihn, ob er es dir erlaubt, ihm so zu danken, wie eine Tochter ihrem Vater dankt. Erlaubst du es? Ja? Ich erlaube es. Da bog sie sich zu mir, der ich auf dem Boden saß, hernieder und küsste mich auf den Mund und auf die beiden Wangen. Dann aber eilte sie schnell davon. Emir, du hast meine Tochter begnadigt, damit sie sich deiner erinnern möge. Erlaube, dass auch ich dir ein Andenken verehre, damit du Spinda nicht vergessen mögest. Dujan! Nur einen Augenblick später stand ein Hund vor dem Ältesten und liebkosete ihn. Es war einer jener kostbaren, gelbgrauen und außergewöhnlich großen und starken Windhunde, die in Kurdistan Tazi genannt werden. Sie ereilen die flüchtigste Gazelle und fürchten sich vor keinem Bären. Er war als Hund ebenso kostbar, wie mein Rappe dieses Prädikat als Pferd verdiente. Emir, die Hunde der Missouri-Kurden sind berühmt, weit über unsere Berge hinaus. Ich habe manchen erzogen, auf den ich stolz sein konnte. Keiner aber hat diesem hier geglichen. Er sei dein. Mesanum, deine Güte ist größer als die meinige. Erlaube, dass ich den Hund annehme. Aber gestatte mir auch, dir dieses Fläschchen zu geben. Was ist es? Ein Wohlgeruch aus Persien? Nein. Es ist von mir gekauft worden beim Beit Allah in der heiligen Stadt Mekka und enthält das Wasser vom Brunnen Semsem. O Emir, was tust du? Du bringst in mein Haus die herrlichste Gabe, welche Allah der Erde verliehen hat. Kommt her, ihr Männer, und befüllt diese Flasche, damit die Güte des großen Emir auch euch beglücken möge. Die Flasche ging von Hand zu Hand. Ich hatte mit ihr die größte Freude gestiftet, die es nur geben kann. Herr, dieser Hund ist nun dein. Oh yeah, lucky guy. Die Pferde von Mohammed Emin nichts zu bezahlen und nun auch Windhund. Ich, Pech. Dagegen nicht eine einzige faule wohl gefunden. Auch Mohammed bewunderte den Hund und ich glaube gern, dass er ein klein wenig eifersüchtig auf mich war. Ich muss gestehen, ich hatte Glück. Als wir am anderen Morgen erwachten, wurde Sir David mit einem hellen Gelächter empfangen. Good morning. Niemand kann sich den Anblick denken, welchen uns der brave Master Lindsay bot. Vom Halse bis herab zu den Füßen war er vollständig rot und schwarz und zu seiner großen Freude sogar alles kariert. Auf dem hohen, spitzigen Kopfe saß wie ein umgekehrter Kaffeesack die kurdische Mütze. Der Dorfälteste hatte ihn mit seinen eigenen Kleidern ausgestattet. Nun, ich bin Kurde. Well, ein echter und richtiger. Absolutely. Prachtvolles Abenteuer. Wir nahmen Abschied von allen Mitgliedern des Hauses. Der Vorsteher nahm mich beiseite und gab mir ein Paket. Im Tale von Berwari liegt das Schloss Kumri. Dort wohnt der Sohn des berühmten Abdel Samad Bey. Eine meiner Töchter ist sein Weib. Grüße sie und ihn von mir. Wenn du ihnen diese Sachen bringst,
bist, so wissen sie, dass du mein Freund und Bruder bist. Und werden dich so aufnehmen, als ob ich es selber wäre. Der Friede und die Barmherzigkeit sei mit dir. Wir umarmten und küssten uns. Dann drehte er sich schnell um. Ich hatte in ihm einen Mann kennengelernt, an den ich noch heute mit Achtung und Wohlwollen zurückdenke. Der Weg ging bergab in das Tal von Ahmadiyya hinunter. In der Ebene liegen zahlreiche chaldäische Dörfer, die aber öde und verlassen sind oder nur wenige Bewohner zählen, da die Chaldäer sich vor den Bedrückungen der Türken und den Einfällen räuberischer Kurdenstämme in die Berge zurückziehen. Herab! Zugleich warf ich mich vom Pferd. Keinen Augenblick zu früh, denn ein zweiter Knaller tönte und die Kugel pfiff über mich hinweg. Mit einem schnellen Griffe zog ich die Schnur an, welche der Hund gebunden war, aus dem Halsbande desselben. Duschan! Sart! Halte fest! Nur einen kurzen Laut stieß der Hund aus, der fast so klang, als ob er mir sagen wollte, dass er mich verstanden habe. Dann schoss er in das Gebüsch. Ja, wir drangen in das harte Gestrüpp ein und brauchten nicht weit zu gehen. Kalef hatte sich nicht geirrt. Es war der Amawut. Der Hund lag auf ihm und hielt ihn mit den Zähnen am Halse. Zwar leicht, aber doch so, dass der Überwundene bei der geringsten Bewegung verloren war. Ich nahm dem Meuchler die Pistole aus dem Gürtel. Die andere, abgeschossen, lag am Boden. Dujan! Dujan! Gary! Zurück! Gary! Auf diesen Befehl ließ Dujan den Amawut los. Dieser erhob sich und griff sich unwillkürlich an den Hals. Befehle es und ich hänge ihn auf. Er hat keinen von uns getroffen. Lass den laufen. Er ist ein wildes Tier. Er hat auf mich geschossen und wird keine Gelegenheit haben, es wieder zu tun. Packe dich, Schurke! Im Nu war er zwischen den Büschen verschwunden. Halef, Mohammed Emin und dem Engländer war anzusehen, dass sie mit meiner Entscheidung nicht einverstanden waren. Ich kehrte zu den Pferden zurück und stieg auf. Der Hund folgte mir ungeheißen. Ich merkte, dass ich ihn nicht anzubinden brauchte und fand dies in der Folge auch bestätigt. Es gibt kein Land der Erde, welches so zahlreiche und hohe Rätsel birgt, wie der Boden, welchen die Hufe meines Pferdes berührten. Auch ganz abgesehen von den Ruinen des Assyrischen und Babylonischen Reiches, welche hier bei jedem Schritte zu sehen sind, tauchten jetzt vor mir die Berge auf, deren Abhänge und Täler von Menschen bewohnt werden, deren Nationalität und Religion nur mit der größten Schwierigkeit zu entwirren sind. Lichtverlöscher, Feueranbeter, Teufelsanbeter, Nestorianer, Chaldäer, Sunniten, Schiiten, Wahhabiten, Araber, Juden, Türken, Armenier, Syrer, Drusen, Kurden, Perser, Turkmenen. Ein Angehöriger dieser Nationen, Stämme und Sekten kann einem bei jedem Schritte begegnen. Diese Berge rauchen noch heute von dem Blute derjenigen, welche dem Völkerhasse, dem wildesten Fanatismus, der Eroberungssucht, der politischen Treulosigkeit, der Raublust oder der Blutrache zum Opfer fielen. Hier hängen die menschlichen Wohnungen an den Felsenhöhen und Steinklüften wie die Horste des Geiers, der stets bereit ist, sich auf die ahnungslose Beute niederzustürzen. Hier hat das System der Unterdrückung, der rücksichtslosen Aussaugung, jene ingrimmige Verbitterung erzeugt, welche kaum noch zwischen Freund und Feind unterscheiden mag. In den kurdischen Bergen fließen die feindseligsten Strömungen zu einem wilden Strudel zusammen, der erst dann zur Ruhe kommen kann, wenn es einer gewaltigen Faust gelingt, die Klippen zu zermalmen, den Hass zu bezwingen und dem hässlichen, leise schleichenden Blutschacher den Kopf zu zertreten.